Wir starten womöglich von der 14. Carlos Sainz hat's bis ins Q3 geschafft. Bin ich mal gespannt, ob wir es auch jetzt im Rennen ins Q3 schaffen. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Sachir. Das war's ein Punkt, ja, schön und gut, aber jetzt heißt gleich Abstriche hinnehmen. Schlechter als der Teamkollege und schlechter als angepeilt Platz 12. Ach ja, das Rivalen-Update. Das war eine Schnapsidee, den Perez da als Rivalen zu bestimmen. Zeichnet sich jetzt im Qualifying noch nicht so sehr ab. Und jetzt hier, was haben sie jetzt angepeilt? Punkte ganz bestimmt wieder nicht. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Damit hier ein Punkteplatz steht, müssten wir im Leistungsdatenblatt nach oben steigen. Insofern finde ich unsere aktuelle Rolle mit einem punktefähigen Auto gar nicht mal so verkehrt, denn so können wir das Ziel immer relativ gut erreichen. Aber Platz 12 könnte gegebenenfalls ein Ergebnis werden, was wir hier einfahren könnten, aber womöglich werden wir einfach wieder als einziger Einstopper durchgehen. Mal sehen. Mal gucken, was die beiden Quatschtanten gleich sagen, ob die gleich wieder aufhören oder was ganz anderes erzählen, vielleicht was vom Qualifying. Wir hören es uns an. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren, wobei die zwei DRS-Zonen vor den Kurven 1 und 11 ein paar Überholmöglichkeiten bieten sollten. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo und Perez. Ocon, Hülkenberg, Sainz Jr. und Romain Grosjean. Massa, Raikkonen, Kevin Magnussen und ein Toro Rosso. Palmer, Stroll, Fernando Alonso und Pascal Wehrlein. Eriksson und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Mit guten Startplätzen hat's Kimi nicht so sehr. Mit sehr guten Startplätzen, Jeff will gar nichts sagen. Die 14, Kimi direkt vor der Nase. Rennstrategie, regnen wird's nicht. Keine Wolke am Himmel. Ein Stop gelb und weiß. Letztes Jahr bin ich gelb bis Runde 19 gefahren und dann rot durch. Bringt uns seit 15 Sekunden. Zu wenig Benzin dabei. War ich vielleicht doch gelb? Wobei letztes Jahr habe ich ihn auch gemerkt. Nee, warst du nicht so. Wenn letztes Jahr mit Ach und Krach gelb und rot drin war, müsste doch weiß und rot jetzt drin sein. Allerdings umgekehrt, erst rot, erst die weicheren, dann die härteren Reifen. Wenn ich auf rot losfahre, bin ich gezeichnet. Dann muss ich klar weiß fahren, aber wenn ich jetzt auf... Wenn ich auf gelb starte, dann nehme ich sowieso keine roten. Will ich dieses Jahr nicht fahren. Also erstmal rote Reifen.
Die fahren wir bis wann? Vielleicht bis Runde 10? Will er uns nicht machen lassen? Okay. Will er mich nicht machen lassen? Runde 19, dann bin ich Runde 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Runden gefahren. Und das ging mit den Roten. Ich würde die ganz gerne auch wieder 10 Runden fahren. Warum muss ich denn jetzt 11 gehen? Ich könnte einfach eher reinkommen. In Bahrain muss man, glaube ich, seinen eigenen Weg gehen. Da habe ich auch schon letztes Jahr ganz schön dran gezweifelt. Aber im Endeffekt war das schon noch in Ordnung. Letztes Jahr gelb und rot, dieses Jahr rot und weiß. Sollte eigentlich keine Probleme darstellen. Benzin nehme ich entsprechend mit. Ich gehe so an. Jo. Also, Punkte angepeilt. Bin echt gespannt, ob das was wird. Wir sehen es einfach mal und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Ganz schön gelb, die Zäune. Rennstrategie. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Jetzt im Verkehr mit den roten Reifen. Gut, was heißt Verkehr? Letztes Jahr konnte ich ans Limit gehen. Da habe ich die Reifen auch ordentlich abgeschmörgelt. Ich möchte nicht in der Einführungsrunde disqualifiziert werden. Ich möchte keinen Red Bull nachmachen. Und gegen wen fahren wir heute? Gegen Perez und Van Dorn. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten. Van Dorn und Perez. Wenn Kimi vor uns bleibt, soll mir das recht sein. Mal wieder in den Windschatten von Kimi hängen. Ja, habe ich in Mexiko nicht. Irgendwie konnte ich mich in den Windschatten von Vettel setzen. Allerdings ist er zu Beginn dann mal kurz etwas hängen geblieben, weswegen ich wieder rankommen konnte. Aber dann war er wirklich auf und davon. Letzter Bericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Na gut. Die Temperaturen kann man so stehen lassen. Vorderreifen könnten gerne mehr vertragen, aber hey. Auf jeden Fall nicht zu heiß, die waren gleich heiß genug. Wenn sie zu kalt sind, drehen sie auch eher durch. Weil sie einfach keinen Halt haben. Kimi kommt gar nicht gut weg, wir auch nicht so sehr. Magnussen schon eher. Nicht die Nase kaputt fahren, da ist Sainz. Jetzt kommt er hier rüber. Sainz auf der 9, wie auf der 10. Da vorne ist noch Ocon, da ist Grandjean, ein paar Mal hinter uns. Und auf roten Reifen. Hülkenberg ist da vorne nicht. Dann ist der hinter seinem Teamkollegen.
Hier bekomme ich bestenfalls nur Science. Auf keinen Fall Ocon, aber selbst Science wird nichts. Ja, beide Renault hinter uns, beide gelb. Die Fahrzeuge direkt hinter uns. Und das spart schön Sprit. Im Windschatten. Science muss etwas abreißen lassen. Gucken, ob das sich auch in den nächsten Runden bewahrheitet. Gucken, wie mein Ausgang jetzt ist, ob wir in der Michael Schumacher-Kurve ansetzen können. Sieht gut aus, von der Startlinie weg. Bin ganz schön weit weg. Fett werde ich auf keinen Fall hier einsetzen. Muss nicht so früh sein. Wir können noch näher dran sein, dann brauchen wir hier kein Fett. Ich muss noch nicht so viel riskieren in der ersten Runde. Oder in der zweiten. Fahrer vor mir. Carlos liegt vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,2. Eigentlich hätten wir beim Start gebrauchte Reifen drauf haben müssen. Deswegen habe ich da mal kurz innegehalten. Bei der Abnutzung. Aber ich habe ja einen Satz mehr in Q2 verwendet. Wir hatten keinen dritten mehr. Dieser in Anführungszeichen dritte war der Q3-Reifensatz, den man danach weggenommen bekommt. Also gerade bin ich zu weit weg von Sainz. Ah, jetzt habe ich nicht... Fahrer vor mir. Carlos vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,2. Und Fahrer hinter mir? Palmer hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,6. Status Konkurrenz. Nochmal pro Forma. Sergio momentan auf P5. Der Abstand beträgt 3,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag alle bei 1,37,2. Mal zu erwarten. Die halten sich hier wunderbar auf. Jetzt mache ich zwar auch dem Renault hier auf, aber ich wollte da jetzt nicht stur die Linie halten. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Nase gewesen. Hey du, Verteidiger. Jetzt schnell wieder ran. Ich brauche doch Windschatten. Zum Benzin sparen. Wobei ich aktuell mehr als genug über habe. Also der Abstand jetzt zu Science ist gar nicht so verkehrt, wenn ich da an das Anbremsen Kurve 1 denke. Nein, eine und eine Drittel. Was soll ich denn? So, ich gedenke hier an die erste Saison mit Werlein, dieser Ausgang hier. Da vorne wird sich jetzt richtig aufgehalten in den Kurven. Zumal die auch noch nebeneinander fahren.
macht da Probleme. Dem Sainz. Er will uns da nicht vorbeilassen. Schlingel. Palmer ist aber auch nah dran, da muss ich aufpassen. Was für ein Untersteuer mit dem vierten Gang, ey. Viel zu starker Motor. Ach stimmt, Kimi ist ja nach hinten. Viel zu starker Motor gegenüber Palmer. Und wir auch noch mit DRS. Oder ist Kimi noch hinten? Wir werden es sehen. Ich muss erstmal reinfahren wieder. Kimi habe ich ganz aus dem Sinn verloren. Ich glaube, denen war was Rotes, aber wir werden sehen. Oh Gott, oh Gott. Ja, gerade lasse ich die Lücke zu groß werden nach vorne. Aber hey, persönliche Bestzeit. Also hier ist mein Benzinverbrauch gar nicht so groß. Gut, wir sind jetzt auch zuletzt mit DRS gefahren. Gott, ich kann den vierten Gang hier echt nicht fahren, das ist zu schlimm. Tschüss, Palmer, wir haben zu starken Motor. Was, jetzt schon? Chaos ist an der Box. Ja, da ist ein Ferrari. Sperren wir ihn ein mit Palmer. Vettel aus dem Rennen. Spült uns den Platz nach vorne. Boah, der war schon ganz schön weit vorne im Rennen. Wenn wir den jetzt erst bekommen haben. Schade, dass wir uns nicht nochmal mit Carlos Sainz duellieren durften. Runde 5 schon. Naja, er will halt zweimal rein. Fahrer hinter mir. Raikön hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,9. Ja, die Reifen werden bis Runde 10 gehen können. Fleht uns im Windschatten etwas. So, jetzt dritter Gang. Deutlich angenehmer. Muss ich zwar früh hochschalten, aber deutlich angenehmer. Kimi düst ja auch weg. Ne, er bleibt hinter uns. Das heißt, im Geschlingel keinen Fehler machen. Läuft aber gut im Geschlingel. Der Reifen vorne links bestimmt das Rennen wieder. Naja, hinten links ist auch nicht übel. Ist
immerhin auch ein äußeres Rad. Oh, er bleibt hinten, okay. Gargeon jetzt vor uns, da ist Ocon rein, also letzte Runde. Kimi biegt ab. Magnussen jetzt hinter uns. Hamilton auf gelben. Ricardo auf gelben vor uns, wie auf der 3. Der Vettel war mit Kimi vor diesem Rennen punktgleich. Auf der 1 in der Fahrer-WM. Das wird sich heute offenbar ändern. Kratzt man sich mal kurz auf die Geraden und drückt die eine Schaltwirbel mit der anderen Hand nicht richtig durch. Also schnell fahren kann ich noch, keine Frage. Ich behandle die Reifen ja auch ziemlich gut. Mein Sprit hält sich wunderbar. So, Magnussen, kommst du? Ja, jetzt rein. Dann verbrate ich mal etwas jetzt, wo Magnus nicht mehr von profitieren kann. Wenn ich jetzt vor Magnussen schneller gefahren werde, wenn ich da aufgedreht hätte, hätte Magnussen mitgezogen, hätte mir nichts gebracht, außer einen leichteren Wagen. Bottas jetzt hinter uns. Ricardo war also beim Start auf den gelben. Dem Torwart müsst ihr auf der Geraden erstmal vorbei. Der kann auf der Geraden ganz gut gehen, ist nicht weit hinter Ferrari. Der Mercedes bleibt im Windschatten, kommt sogar ran. Gucken, was er jetzt macht. Wenn ich nicht auf Fett gehe. Abstand ganz schön groß. Neue persönliche Bestzeit. Er bleibt hinten. So, Runde 10 wollte ich eigentlich reinkommen. Ich glaube, ich gehe Runde 11 rein. Ich habe ja gerade eben noch eine schnellste Runde gefahren. Insofern können die Reifen gar nicht so schlimm sein. Den Ausgang habe ich mittlerweile ziemlich gut hinbekommen im Verlauf des Rennens. Also in den 10 Runden finde ich den gerade sehr löblich, also besonders bemerkenswert.
Damit bin ich zumindest sehr zufrieden, sag mal so. Eigenlob stinkt ja, ich bin einfach zufrieden, sehr zufrieden mit meinem Ausgang da. Gefällt mir am allerbesten. So, Bottas, eine Runde musst du noch mit uns, hinter uns fahren. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 17,4 Sekunden. Ist aber nah dran, der Bottas. Will aber nicht. Er weiß eh, dass wir die Runde reinkommen. Sein Jeff hat es ihm bestimmt schon gesagt. Wobei, es gibt nur einen Jeff. Einen. Hoffentlich fühlt sich Bottas nicht zu sehr geärgert und fährt uns wie in Abu Dhabi die Nase putt. Das wäre fies. Vier Möglichkeiten hat er nicht mehr, deswegen sehen wir mal zu, dass wir ihm hier nichts servieren. Der Inaktion hier von ein paar Runden gegen Kimi hat mir schon gereicht. Das war mir schon zu eng. Ja, ganz besonders die Kurve ist Gift für den vorderen linken Reifen. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Bottas, vergiss das nicht, wir hauen eh gleich ab. Soll er sich da noch vorbeipressen? Wenn er meint. Mann. Geht noch. Hätte ich auch besser anstellen können, vor allem ich. Hätte er auf der Geraden zumachen können. Jetzt habe ich russlandmäßig gar nicht vom Stop geguckt, ob ich wirklich noch die Weißen drauf habe. In der MFA. Muss ich besonders in Russland dran denken. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. So, nicht drauf rasseln, Straw, aber vorbeiziehen in, ne? Auto ganz. Straw erstmal vorbei. Ganz war mir wichtiger. Fahrer vor mir. Stroll vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,56,9. Im Williams Sandwich. Fahrer hinter mir. Massa hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,2. Immerhin hält mich Stroll mit seinen weicheren Reifen nicht auf. Stand jetzt. Ich will aber wissen, dass ich einem Williams auf härteren Reifen um die Ohren fahren kann, also ihn überholen kann. Deswegen werde ich alles dran setzen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 8,7 Sekunden. Er liegt vor uns, ne? Er war ja vorhin mal 17 hinter uns. Das war nicht so viel. Okay, harte Reifen lassen sich nicht so spät bremsen. Da waren die roten abgenudelten vorhin besser. Da konnte ich genauso bremsen. Dachte ich mir jetzt, ne? Wird schon klar gehen? Ne. War nicht so. Nicht mit frischen Weißen.
Status Teamkollege. Carlos ist jetzt auf P9. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,4. Alt Medium. Stichwort alt. War ja schon Runde 5 drin. Und der Massa ist eine Riesenlücke. Ich wäre hier trotzdem den dritten, in der nächsten Runde wieder. Ja, der Williams ist schon eine Packung. Das freut Stroll. Aber schön, dass es mal jemand wagt anzugreifen. Kein Ferrari, kein Mercedes und Williams. Na, er hat ja seine Stärke auf der Geraden. Wäre doof, wenn er da nicht angreifen könnte. Oder am ehesten mal uns angreifen könnte. Achso, wir wollen doch Stroll bekommen, also lass die Faxen. Hm? Stroll wird halt auch relativ bald reinkommen. Relativ. Er wird auf jeden Fall nochmal reinkommen. Oh. Verwarnung, okay. Passiert mir hoffentlich nur einmal, nicht mehr. Fahrer vor mir. Stroll liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,7. Von Stroll kommen wir wieder näher. Master uns auch. Bloß nicht in etwas verleiten lassen, zu spät bremsen, weil ich Masse im Rückspiegel sehe. Und jetzt wird hin. Oh, da kann man gedreht werden, da muss ich aufpassen. So darf ich die Kurve nicht fahren, okay. Also wir geben uns mit Straw echt nicht viel. Wenn wir gerade nicht eingebremst werden, fahre ich mir etwas schneller. Mach den Wagen leichter. Etwas verpasst. Etwas ist gut. Ah, die gelben Reifen gehen auch ziemlich gut. Keine Frage. Aber mit härteren Reifen können wir Schritt halten. In etwa. Zumindest mit Stroll, dem langsamen von beiden weißen Fahrzeugen. Ich hätte auch Williams sagen können, aber ich hätte auch mal ein paar andere Worte verwenden. Und zweimal wollte der Wagen ausbrechen, aber beide Male gefangen. Schön. Status Teamkollege.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Medien. Kommen wir also näher. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,7. Und Stroll gibt gerade Gas. Aber hinter Massa kommt auch niemand ernsthaft daran. Alle fahren sie irgendwie im Gleichschritt. Ocon drin. Jetzt auf frischen Weißen. Ja, an Ocon, an Stroll komme ich nicht mehr vorbei. Etwas zu spät, der Dritte. Die beiden Williams müssen halt noch einen Boxenstopp aufholen. Viel Spaß. Bei noch 13 Runden. Ich komme wieder relativ weit raus. War jetzt nicht wirklich ernsthaft gefährlich, aber hier bin ich jetzt weit weg von der Musik. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Und Massa hinten dran, fährt aber nicht rein. Kimi kommt vor uns raus, das ist gut. Wobei, ich hätte ihn hinter mir halten können. Vielleicht. Frische weiße Reifen ist aber auch schon ein ordentliches Ding und dann eben ein Ferrari. Aber auf der Geraden muss er vorbeikommen, wenn ich in den Kurven keinen Fehler mache. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ich hätte fast schon rote nehmen können, wenn wir es gewesen wären. Im Grunde auch gelbe. Ups. Oh, Ocon hinter uns. Schon. Oh. Ja, zeig mal, was im Force India drin steckt. Perez hat es den Suzuka gezeigt. Werde ich auf der Stadt Zigaretten nutzen? Palmer drin, Magnussen drin. Stroll noch nicht. Da war noch was Weißes vor Kimi. Aktuell auf der 8 und die müssen halt erstmal vorbei. Hätte auch schief gehen können, da bei den Anstein gerade. Nicht drehen, Ocon. Was hast du zuletzt in Singapur gemacht und was dann passiert ist, weißt du hoffentlich noch, oder? Was ich in der letzten Kurve nicht gut kann, kann ich hier gut rauskommen. Dabei ist Stetzi aber heikler. Wir können sie eher überholen.
bekommen? Jetzt ist Ocon aber näher dran als letzte Runde. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,0 Sekunden. Kommt aber nicht ernsthaft dran. War anfangs der gerade zu weit weg, jetzt macht er wilde Spielchen. Massa war drin, der ist weg hinten, der ist nicht mehr hinter Ocon. Hier auf der 7, dann ist auch Stroll drin gewesen. Weil Kimi müsste den mittlerweile haben. Dann müsste er vor uns auftauchen, aber vor uns ist Kimi. Stroll war drin. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,0. Die Weißen werden durchhalten müssen. Bin mal gespannt, wie die sich in 6 Runden so fahren lassen. Sollten ja recht konstant abbauen. Also keine großen Probleme bereiten, aber im Zweifel, im Ernstfall, mal einmal zu viel gegeben, könnte es das gewesen sein. Ocons Nase wird. Ja, wird auf jeden Fall näher kommen. Ist da noch Mercedes? Ich glaube, das ist eher ein Haas. Also Grosjean nehme ich an. Ja, ist ein Haas. Oh Gott, 2000. Kann ich nicht so gut Gas geben. Aber die Gerade ist einfach zu kurz. Gucken, wann mir hier das Heck rumkommt in der Linkskurve. Da hinten kommt noch ein drittes Fahrzeug an. Der ist ja immer so nah dran. Dieser Ocon. Jetzt sind wir 3 Autos hinter uns. Hauptsache, wir werden nicht noch überrundet. Da ist ein Renault. Wird wohl Hülkenberg sein. Ha, Hülkenberg. Dieses Jahr, diese Saison muss ich nicht aufholen, weil ich eben die Roten diesmal zu Beginn gefahren bin. Sonst müsste ich jetzt auf den Roten wieder ran. Macht es insofern spannender, dass man eben nochmal nach vorne kämpfen muss. Die Reifen voll ausquetscht, aber das hier ist ergebnissicherer mit den härtesten am Ende. Wenn man einen super Motor hat und auch fett fährt, der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,2 Sekunden. Ist aber hier schon ganz schön nah dran. Ich mach mal jetzt meinen
Zug nach links. Das war jetzt aber nicht so gewollt. Da war er mir viel zu nah dran. Abstand zum Führenden 35,6 Sekunden. Okay, wir werden nicht überrundet. Nicht ohne weiteres. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 5,6 Sekunden. Sie fahren der ist fast mit dran. Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,35,5. Zu weit gefahren. So richtig nach vorne kommt Kimi aber auch nicht. Auf der 6 nur. Fahrer vor mir. Rayköhne liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,0 Sekunden. Du verlierst pro Runde 4 Sekunden. Gib etwas mehr Gas. Sie fahren mit beiden Mediums. Die letzte Rundenzeit. Nein. So langsam merke ich, die Reifen werden mehr. Dabei fahren wir gleich noch 6 Runden. Ah, ich merke sie mehr. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,1 Sekunden. Jetzt wird's ernst mit den Reifen. Also noch mal die Lauscher aufsperren, auf das Flüstern der Reifen hören. Die kleinen Zeichen deuten. Renault. Der andere ist zu weit weg. Der war zu spät in der Kurve, dann musste ich schon wieder woanders hingucken. Zumal er sich im Spiegel auch wieder hinter den anderen Fahrzeugen eingereiht hat. Okay, das lasse ich demnächst erst gucken. Wir dürften DS haben. Schwein gehabt. Ich lasse die MFA da. So, Überschuss nicht unterschätzt und nicht verbremst. Ach, die Reifen, die sind eigentlich schon Herausforderung genug. Da muss ich mir nicht noch welche. Ein paar Herausforderungen mit der MFA setzen. Da gab es gerade einen Platzwechsel hinter uns, oder? Das sah oben links im Augenwinkel so aus. Ja, da kommt der Grosjean an. Heute nicht mal leise wiederholen. Wo ich gegen Ende noch wertvolle Position verloren habe. Wie viele Fehler mir in der ersten Saison hier passiert sind in Bahrain, die Strecke hat es in sich. Die ist nicht allzu einfach zu fahren, ne? Mittlerweile sind 5 hinter uns. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,6
6 Sekunden. Sie fahren okay, mit beiden Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,7. Ist unsere Bestzeit. Ich darf hier nicht so weit links sein. Das macht die Kurve blöd und da kann er rechts ansetzen. Und wenn wir nebeneinander herfahren, dann bin ich schon bedacht. Da will ich nicht meinen Wagen beschädigen. Der muss gerade sich Grandjean mit dem Hülkenberg umschlagen. Auf jeden Fall Haas gegen Renault. Vor kurzem hat noch der Haas den Ocon angegriffen. Die gerade ist eigentlich am entspanntesten, wenn man es hier hinten nicht verkackt. Vollgas geht noch. Mit einer guten Linie. Diese Lichter, die da oben lang flitzen. Oh, Perez aus dem Rennen und Ocon nebendran. Ausfall. Perez und Ocon legt los. Gefallen. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der Rivale von uns. Grüne Flagge. Aber warum war Conda so gut? War ich da so langsam in der letzten Kurve? Vertan habe ich mich nicht sonderlich. Ich war, glaube ich, einfach zu langsam. Oh, Hülkenberg hinter uns. Der gerade langsamer. Mal gucken, ob woanders besser ist. Auf den Kurven kann er ja nicht vorbeifahren, wenn ich mich nicht vertue. Vielleicht bekommt die letzte Kurve aber besser hin, aber auf der Geraden baust du einfach Leistung. Und die hat Hülkenberg deutlich weniger. So, noch die drittletzte Runde. Ich muss lupfen. Ich brauche jetzt keine zweite, vorletzte Verwarnung. Vielleicht kann Sainz sich noch in die Punkte mogeln bei dem Chaos da hinten, das wir veranstalten. Hülkenberg zu weit weg. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 1,5 Sekunden. Nicht so weit nach links fahren. Nicht so weit nach rechts fahren, Hülkenberg. War da neben der Strecke, oder? Jetzt kommt da noch einer an. Scheiße, das haben wir verloren. Okay, Hülkenberg kann es woanders versuchen. Gut zu wissen. Kontrolliert euch weiter. Scheiße, ey. Die Reifen sind gerade ganz schön schmierig. Man, die fahren selbst im Zweikampf schnell. Und Ocon trägt's raus. Aber Hülkenberg war da voll auf dem Randstein. Die duellieren sich noch. Ich muss da schnell wieder ran mit Fett. Ich habe das Gefühl, der Wagen schwimmt gerade. Selbst beim Geradeausfahren irgendwie. Wir haben nur noch Benzin bekomme ich so. Runde.
Aber so kann ich nicht angreifen. Zu weit weg. Letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Nee, es wird nichts mehr. Dann Magnussen sichern. Okay, Magnussen, nicht Grosjean. Man muss einsehen, wenn man verloren hat. So viel schneller als Hülkenberg gar nicht. Schneller, ja, auf jeden Fall. Hat Hülkenberg wieder geschafft. Nur Ocon wird sich ärgern. Jedes Mal muss der irgendwie nachstecken. Und man, Platz 6 war drin. Naja, vor Perez, vor Sainz. Es war halt echt ein Ritt auf der Seife. In den letzten Runden. Jetzt darf ich es nicht noch verkacken, also... Puh. Insofern kann ich froh sein, also... Die zwei Plätze zu verlieren... ist jetzt keine Schande. So, die Reifen sich haben fahren lassen. Hat der Hülkenberg da neben der Strecke? Vier Punkte, wieder die 8. So, das und Sainz war auf der 10. Ja, das Rennen war ziemlich cool. Richtig cool. Das Verteidigen war wieder... war keine leichte Sache. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Die Gesichtsfarbe auf dem Bildschirm. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute war das für mich Kimi Räikkönen. Er war beharrlich, erfolgreich in Duellen und traf die richtigen Entscheidungen. Er kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Unter den ersten 13 sind wir der einzige Einstopper. Werden wir halt insgesamt sein. Hamilton gewinnt das Ding vor Bottas, vor Verstappen. Das war kein Ferrari-Rennwochenende. Überhaupt nicht. Dann Ricciardo, Räikkönen, Hülkenberg. Der ist wieder vor uns ins Ziel gekommen. Sei es ihm gegönnt. Hat er nun mal gut gemacht, auch gegen Ocon. Oh, Ocon wird sich richtig ärgern. Er war auf der Geraden schon mal an uns vorbei, dann anbremsen Michael Schumacher-Kurve und dann... Es war ein toller Zweikampf, keine Frage. Und Hülkenberg da auf dem Randstein. Hattet ihr da einen besseren Blick drauf? Also ihr konntet die ganze Zeit draufsteuern und vielleicht nochmal zurückspulen. Ich habe es halt bloß so wahrgenommen und ich nehme die Kurve für gewöhnlich sogar noch mit den... Rädern rechts leicht, also den Randstein noch leicht mit. Ocon auf der 7, wir auf der 8, Magnussen auf der 9, Grosjean auf der 10, beide Haas hinter uns. Ah, Sainz, ärgerlich. Er konnte aus dem ganzen Getümmel keinen Vorteil schlagen. Da hat er doch einen guten Motor. Palmer auf der 12, Stroll auf der 13, war nicht weit hinter uns. Auf der 14 ist kein Einstopper.
Da ist Massa. Erst Alonso ist weiter weg. Wir hätten auch gut und gerne 14. werden können. Zum Glück habe ich keine Kurve verpasst. Eriksson auf der 16, dann Wellen und Van Dorn wieder hinter seinem Teamkollegen und wieder hinter beiden Sauber. Und das deutlich. Und die beiden Sauber sind nicht deutlich hinter Alonso. Perez ausgeschieden, Vettel, Rivalen geschlagen. Vettel die Mechanik, Via, ja, und dann Perez. Ach, interessante Szenen sind das Duell gegen Ocon, Kurve 1 und dann als Hülkenberg vorbei ist. Wohl auf dem Randstein. Rangliste. Kein Gleichschritt mehr. Grosjean hat sich dazwischen geschoben und Hülkenberg ist vorbei. Perez wird da vorne bleiben und Magnussen noch vor Perez und Ocon auch vor seinem Teamkollegen und vor Magnussen. Tja, wenn Perez zweimal ausscheidet, das erste Mal hat uns dann ihn als Rivalen beschert. Wenn er mit einem Rennergebnis noch vor uns liegt, hat er, glaube ich, einen guten Wagen. Bottas ist jetzt WM. Quatsch. Muss noch weiter nach oben. Kimi auf der 1 vor Vettel. Der Vorsprung war groß genug. Bottas hat 11 Punkte Rückstand. Hamilton hat noch fast einen Siegrückstand. Der erste Punktlose ist Massa. Und bei den Konstrukteuren. Wir hinter Haas. Wir wollen so gerne vor Haas. Magnus macht bisher mehr Punkte als sein Teamkollege. Das ist nicht gut. Aber Renault wird ein Brocken. Ein Punkt hinter uns. Williams, na, laut Leistungsdatenblatt gar nicht so verkehrt, aber die werden von den vier Teams, Haas, Via, Renault und eben Williams, wohl hinten dran sein. Nico Hülkenberg. Wie der Anfang des Rennens, so auch das Ende. Man sieht wieder wunderbar das Duell. Was heißt Duell? Unsere Anfahrt Kurve 1 und das Tolle ist, bei Hülkenberg sieht man auch die anderen Fahrer da vorne, die ganzen relevanten. Hülkenberg wurde beim Start hier an dieser Stelle von Julian Palmer geschnappt und seine Nase ist ganz geblieben. Glaube ich gar nicht mal so unwichtig, ansonsten hätte er mehr Probleme gehabt. Vettels Ausfall, man sieht keinen Rauch. Und meine erste kleine Nachlässigkeit. Ich hätte hier mit Zufall auf Kurve 1 etwas enger am Scheitel fahren sollen, um dann einfach nicht den Platz rechts zu bieten. Und da springen wir auch schon zu dem Duell mit Esteban Ocon. 1 von 2. Das Duell, das über mehrere Kurven ging, aber noch vor Kurve 1 endete. Toll, wie man da nebeneinander herfahren kann. Und hinten dran sind einige Wagen. Naja, 8 Wagen. Ocon gehört eigentlich nicht unbedingt mit hin, aber der war mit uns gefangen. Also das Duell hat wirklich richtig Spaß gemacht, aber das Angreifen, die Position zurückholen später bei Kurve 1 noch einen kleinen Ticken mehr. Gefühlt schon, weil es eben auch erfolgreich war in Kurve 1. Dazu kommen wir gleich noch, aber vorher ist ja noch ein anderer Force India ausgeschieden. Und zwar Perez und auch hier kein Rauch, einfach ausgeschieden. Ja, und dann kommen wir schon zu besagter Szene. Ausgang letzte Kurve war nicht so prickelnd, auch zu weit in, zu viel Randstein. Und dann gegenüber Esteban Ocon, diesmal habe ich kein DS, wie noch in der anderen Situation im Duell Nummer 1. Aber dann anbremsen, Innenseite Kurve 1, da kannst du die Tür zumachen. Und da musste sich auch Ocon gegenüber Hülkenberg geschlagen geben. Wir sehen es nochmal aus den beiden Perspektiven bei uns. Vorne rechts bleibt es stehen, wir berühren uns nicht. Und das Ganze aus der Sicht von Ocon. Er hat aber auch reagiert. Wenn ihr mal aufs Lenkrad schaut, er hat mal kurz korrigiert. Und da ist Hülkenberg vorbeigekommen. Und Hülkenberg, Angriff auf uns, wie schon gegen Stroll. Ich fahre Kurve 1 zu weit und biete dann einfach Platz für die dann Innenseite bei Kurve 2. Und das war einfach der Fehler. Und zwar eben zweimal im Rennen. Das wird hier nochmal umso deutlicher. Aber ja, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Da kannst du draus lernen und das habe ich auf jeden Fall vor. Klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ich glaube schon überwiegend ziemlich gut. Hier gegen den Haas konnte ich mich noch so weit behaupten. Aber ich will das hier im Einfluss nochmal zeigen.
Aber nochmal genauer bei Nico Hülkenberg nachschauen. Wir haben es vielleicht schon gesehen gerade eben, aber hier wird es einfach nochmal deutlicher. Hülkenberg setzt da an, ist neben uns. Und dann ist es nun mal eine Kurve da rechts, wo er schon ist. Und da will er sich das nicht vom Bord nehmen lassen. Er fährt auf dem Randstein, ja. Aber ich würde sagen, da brauchen wir nicht kleinlich sein. Er ist zwar nun wahrlich nicht mit zwei Rädern noch auf der Strecke. Nein, mit zwei ganzen Rädern nein, aber man sollte es hier nicht zu kleinlich sehen. Insofern war die Aktion auf jeden Fall in Ordnung und ich muss mir einfach an meine eigene Nase fassen, da ich nun mal zweimal bei Cover 1 eine Position hergeschenkt habe, weil ich die etwas zu weit gefahren bin. Muss ich demnächst einfach besser machen. Und besser machen ist ein gutes Stichwort, denn das nächste Rennen ist in Sochi und ich habe es hier schon angesprochen an diesem Rennwochenende. Das ist eine von drei Strecken, wo ich bisher noch nicht in diesem Ableger gepunktet habe und das will ich ändern. Ich muss auf jeden Fall zusehen, keine zwei Stops zu fahren, denn das ist der garantierte Tod für eine Punktefahrt. Ja, lassen wir das mal auf uns zukommen bei der Wagenentwicklung. Na, bin ich noch bei so einer... Ich warte auf jeden Fall nochmal ab. Also ich würde ganz gerne als nächstes ins Chassis investieren. Wir könnten schon in den Motor investieren. Ultimatives Motor-Upgrade, was erstmal Position 1 bedeuten würde. Im Antrieb Leistungsdatenplatz. Platz 1 aber würde eben auch 6 Wochen kosten. Würde ich ganz gerne noch entwickeln, aber dann erst zu Saisonende, wenn wir dann doch bei Toro Rosso bleiben sollten, wenn Ferrari sich nicht bequemen sollte, uns ein Angebot zu unterbreiten. Ich glaube, es wird aufs Chassis hinauslaufen, also 750 Ressourcenpunkte plus dann 900 für das erste Teil für die Gewichtsreduktion, heißt 1650 Ressourcenpunkte angepeilt. Wobei, wir hätten auch ein tolles Update beim Frontflügel, nämlich was Großes, aber ich glaube, das mache ich dann als nächstes nach dem Chassis. Also dann, wir haben wieder was vor und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.